Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Bunte Steine-Fan und herzlich willkommen zum Review und zur finalen Ansicht des Xingxia Palace. Hier steht er in seiner vollen Pracht vor uns, nachdem ich ziemlich meinen Daumen auch zerstört habe beim Dach. Aber das Ergebnis, es entschädigt wirklich für alles. Und ich würde sagen, ich gebe erstmal so einen kleinen Rundblick, wie das jetzt genau aussieht, und dann können wir uns die einzelnen Teile doch mal genauer anschauen. Also wie gesagt, das hier ist die Frontansicht. Dann gehen wir weiter auf die rechte Seite, wo wir diesen schönen Bambusgarten haben. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Die Rückseite sieht auch gut aus. Also jetzt nicht, dass hier irgendwelche Farben verrückt wären. Das passt wirklich schön. Und die andere Seite sieht auch wirklich schön aus. Und gefällt mir einfach, wie es aufgemacht ist. Und nochmal von vorne ist natürlich die Schokoladenseite von diesem Set. Ja, es ist einfach, die Häuser sehen halt wirklich richtig, 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 richtig gut aus. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt die einzelnen Stockwerke dann ab. Und ich zeige euch dann einfach, was drin los ist. Also zum einen können wir das Dach abnehmen. Das geht jetzt gerade nicht, aber das geht einmal. Ja, dann machen wir eben die erste Etage ab. Ups, und da ist auch schon was abgeflogen. Oh, oh. So, jetzt haben wir die erste Etage ab. Ich kann das so, ja, so machen, dass ich euch das zeige. Und halt, das machen wir mal ein bisschen anders. Ich nehme dazu jetzt einfach mal das Handy in die Hand. So, sieht das auch gut aus. Und da sehen wir schon mal von innen. Wir haben hier einen kleinen Garten, den es hier gibt. Einen Vorgarten mit einem Brunnen, der mit dabei ist. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier ein bisschen... kann man nicht so gut erkennen. Ah, jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht. Jetzt geht's gut. Da kann man schon mal den Brunnen erkennen, den Springbrunnen. Das sieht wirklich sehr schön aus mit ein paar Wasserrosen da drinnen. Auf der anderen Seite haben wir ein paar Pflanzen. Noch ein bisschen Bambus. Da ist die Tür. Hier ist der Eingang. Der ist auch sehr schön gemacht und hat einen wirklich sehr schönen asiatischen Stil. Und durch die Tür kommen wir natürlich dann hier herein. So, ich drehe es noch weiter mal ins Licht. So, Dalle, da sind wir. Und da haben wir hier schon mal noch ein paar Blumen. Hier sozusagen der Wartebereich mit noch ein bisschen Blümchen ausgeschmückt. Und hier haben wir das Café, wo man schön sitzen kann, sich unterhalten kann. Kaffee-Ecke eventuell. Was da abgeht, weiß ich jetzt auch nicht ganz. Dann haben wir hier eine schöne bedruckte Fliese mit dabei, das ist wirklich schön. Und dann haben wir auch hier schon den Aufgang zum ersten OG. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch mal ein Bild mit dabei. Das ist ein Aufkleber. Das waren 3 oder 4 Aufkleber waren es insgesamt gewesen. Und ja, der Eingang hier, der sieht natürlich extrem gut aus mit den goldenen Applikationen. Man kann es natürlich auch aufmachen, so dass man dann durch den Vorhof gehen kann. Das sieht schon wirklich schick aus. Was, ja, auf jeden Fall hat man hier die Fenster schön gemacht, hier mit so Goldapplikationen noch mit drin. Das ist wirklich schön geworden. Auch die Laternen hier dran, dass das wirklich einen schönen asiatischen Stil hat. Wie gesagt, hier haben wir den Bambusgarten. Haben wir hier. Das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir auch. Und hier haben wir ein kleines Fensterchen und auf der Rückseite halt die Tür, die sich auch öffnen lässt. Halt da so. Ja, die geht auch schön auf. Also da habe ich keine Probleme mit, die Tür aufzumachen. Aber wie gesagt, hier haben wir noch einen kleineren Weg. Und hier geht es an der Seite noch weiter. So, ich stelle euch mal wieder zurück. Aha. Und ich werde jetzt mal das zweite Stockwerk hintrapieren. Also bitte dranbleiben. So, und da habe ich jetzt das erste Obergeschoss jetzt schon mal abgekriegt und das Dach abgekriegt, ohne dass was kaputt gegangen ist. Das ist schon mal sehr gut. Und hier können wir auch schon mal sehen, wir haben hier einen schönen Terrassengang.
der hier lang führt mit einer Ecke zum Tee trinken. Das ist sehr schön geworden. Das sieht auch wirklich heimelig aus. Und da wird ein paar Blumchen hingemacht worden. Und hier ist das Bett, das Schlafzimmer, wo dann die Action stattfindet. Kann man so sagen. Ist ja ein Bordell, wenn man so sieht. Und ja, aber die haben nur ein Bett. Also so viel Umsatz machen die da ja dann nicht am Tag. Okay, hier sind noch ein paar Blümchen, damit das ein bisschen schön heimelig wird und gut aussieht. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Die Tür kann man öffnen. Das geht auf jeden Fall, dass man hier dann rauskommt. Wie gesagt, in den Außenbereich. Und ich zeige es euch nochmal rundherum. Da haben wir die Fensterchen hier. Die kann man natürlich auch alle öffnen, die Fenster. Das ist kein Problem. Das geht bei jedem Fenster. Gehen die aufzumachen, aber so sieht es doch richtig gut aus und hat einen asiatischen Touch. Das gefällt mir sehr gut. Von vorne sieht es natürlich richtig gut aus. Das hier ist ein Aufkleber, aber dafür sind die Seitenteile hier. Das war schon bedruckt gewesen. Ich kann es noch mal näher ranhalten. Ich weiß zwar nicht, was dran steht, keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Richtig schöner Schmuck und ja, wurde einfach schön hingebaut. Hier, das ist die Unterkonstruktion, die wir hier haben. Und ja, ich tue es einfach mal jetzt hier hin. Und ich zeige euch, bevor ich euch das Dach zeige, noch das, was mitgeliefert wurde. Zuallererst haben wir hier natürlich das Pferdchen. Ein kleines Pferdchen. Wir können den Kopf bewegen. Das ist möglich. Die Beine können auch bewegt werden. Aber es hat ein kleines. Ach nee, jetzt steht sogar super. Gut, sehr schön. Weil vorhin hat es ein bisschen gekibbelt gehabt, aber jetzt steht das richtig gut. Also wie gesagt, ein schönes braunes Pferdchen. Sehr schön klassisch gemacht. Gefällt mir. Pferde kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier einen Verkaufsstand für alle möglichen Waren, die man so im täglichen Gebrauch brauchen kann. Tolles Deutsch. Ein paar Blümchen, eine Haarbürste. Wie gesagt, die Teile, die mir gefehlt haben, die habe ich gefunden. Und zwar fiel mir ein, ich habe ja noch die Blister hier. Und da war das drinne, die Blümchen waren hier drinne, die ich gebraucht hatte. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen wieder. Oh, hier ist sogar eine Sprühflasche, das ist sogar hypermodern, sehe ich gerade, was hier alles gibt. Ich hätte mir die noch nicht richtig angeguckt gehabt, von daher. Wie gesagt, ich habe es dann alles gefunden, also es hat kein Teil gefehlt bei diesem Set. Wie gesagt, das hier ist nochmal ein Aufkleber, der über drei 2x2 Fliesen geht. Und ja, ein ganz einfacher Stand, ganz einfach gebaut, aber er erfüllt seinen Zweck und er sieht auch gut aus. Ups, jetzt ist es rausgefallen. Muss ich nochmal hin zu. Okay. Und dann natürlich haben wir hier die Dschungel, womit die Leute zum Jinja Palace gebracht werden. Sehr, sehr schön gebaut, sehr schön. Ich finde die Farbkombination in diesem Rot-Gold finde ich richtig gut gelungen und ist auch ziemlich teileintensiv. Das hat mich auch gewundert gehabt, so wie viele Teile hier drauf gegangen sind. Aber simpel, einfach gebaut und erfüllt seinen Zweck und man weiß, was es ist. Also gefällt mir. So, und dann komme ich natürlich jetzt zum Dach. Ja, so spektakulär ist das jetzt auch nicht. Es ist halt ein Dach, aber es ist halt ein ziemlich teileintensives Dach, also was man hier alles an Lagen, an Platten hat. Also ich glaube, hier sind wenigstens 500 Teile mindestens draufgegangen, nur für das Dach. Weil es weiß ja auch jede Menge 1x1, was sind Slopes hier und dann die ganzen Platten. Ich zeige es euch ja mal von innen. So sieht das von innen aus. Das ist hier alles schön aufgeschichtet mit Platten. Also es ist massiv. Es hat ein Gewicht. Und genauso wie hier die Seiten, die wurden ja auch nur mit Platten gemacht. Huch, hier hat sich sogar was abgelöst. Okay. Haha, gut. Okay. Gehört noch irgendwo hin. Wie gesagt, das ist auch nur mit alles mit Plätz hier gemacht. Also ist wirklich, ich denke mal, dass wirklich über 500 Teile draufgegangen sind, weil das sind ja schon auf der einen Seite über 100. Ja, das sind alle schon fast mehr als 200, die 1x1 Slopes, die hier drauf auf dem Dach sind. Also, ups, ist es. Schönes Dach, aber es ist nicht so doll für die Daumen. Dann, was ich wirklich schön finde, ist natürlich hier die Verzierung, wie sie hier gemacht wurde. Und die Drachen hier, die sind natürlich genial. Die habe ich ja schon
Waren die bei dem anderen Set auch drauf? Nee, die waren sie nicht drauf gewesen. Aber wie gesagt, die Tragen sehen einfach genial aus und es gibt den ganzen doch einen schönen asiatischen Stil. So, ich versuche das jetzt wieder mal drauf zu drapieren irgendwie, ohne dass was abfällt. Das ist mal gar nicht so einfach. Es sieht zwar schön aus, aber natürlich gibt es bei dem Set auch ein paar Punkte, die jetzt nicht so prickelnd waren im Grundprinzip. Ja, zum einen die ganze Tachkonstruktion, das ging auf die Daumen. Das ist wirklich, das muss man sich im Klaren sein, dass man da ziemlich teileintensives Ding hat. So, wo ist das jetzt abgegangen? Hier hinten bestimmt irgendwo. Jawohl. Aber ach, das wird hier bestimmt. Ich muss das mal hier hin. Na, das mach ich dann später. Allgemein, Teilequalität war in Ordnung gewesen. Fliesen und die 1x1-Slopes, ja, ein bisschen zerkratzt waren sie gewesen oder stumpf matt. Ich meine, ich kann das ja mal hier, man kann es so ein bisschen dann in der, ich weiß nicht, ob ich es zu einer Reflexion hier und bei den unteren sieht man es ja schon mal. Das ist matt, aber ist auch nicht so, bisschen zerkratzt ist es, aber es ist auch nicht so schlimm, es geht noch. Also, ja, ich meine, von Lego ist man anderes gewohnt, aber ist halt Zinkbau, das muss man sich dann auch klar sein. Dann so ganz mit den Größen bei einigen Steinen hat das nicht so ganz hingehauen, das habe ich jetzt, kann ich euch hier an dem Beispiel zeigen. Und zwar die 1x1 in Rund hier, die als dann als Verstrebung genutzt wurden. Da war irgendwas zu lang gewesen, es hat nicht gehauen. Da habe ich das hier nicht ganz plan gekriegt. Also musste ich hier eine 1x1, ein 1x1 Brick entfernen, damit ich hier runterkomme. Ich meine, das schwebt jetzt frei, aber ich komme hier wenigstens runter. Weil sonst wäre das mir übelst schief geworden, ich hätte es nicht aufsetzen können. Da ich dachte, naja, machst du ja so und hast es dann drauf und gut ist. Ich nehme das doch mal wieder ab. Sowieso allgemein, man muss alles wirklich festdrücken, dass das wirklich gerade wird. Ansonsten hat man Probleme im späteren Bau. Also zumindest hier vorne war wirklich, da habe ich ziemlich drücken müssen, ehe ich das da hingekriegt habe. Ach, da ist die Platte, die gefehlt hat. Gut. Und ja, aber ansonsten ging das eigentlich. Wie gesagt, es waren Teile dabei. Ich habe es bei den 1x1ern gemerkt. Die ging schon schön drauf zu drücken. Andere gingen schwerer. Das war schon ein bisschen störend gewesen. Dann hier sollte eigentlich noch eine 1x1 rund drauf. Kriege ich nicht rein. Geht nicht. Keine Ahnung. Ich habe es versucht. Ich krieg's nicht rein. Es springt mir mal wieder raus. Habe ich sein lassen. So sieht es auch gut aus. Dann war natürlich das eine Fehlkussteil. Dieser Eckstein hier, den ich hier verbaut habe, zum Glück hält der soweit. Und da stört mich das jetzt nicht, dass ich den jetzt hier drin habe, aber ist halt doch ein bisschen blöd, dass auch an zwei Seiten kein Material mehr dran war, dass der Fehlguss war. Aber ich hatte ja in dem anderen Set vorher auch ein Fehlgussteil gehabt, von daher, solange es nur eins ist, ist das in Ordnung. Ansonsten, Teile haben wirklich nicht gefehlt und ja, Bauspaß ist auf jeden Fall vorhanden und ich meine, für die 55 Euro, die ich damals bezahlt habe, jetzt liegt es so bei 90, also die Preise sind jetzt sehr klar gestiegen, aber so ist das ein richtig schönes Set. Man bekommt wirklich über 3000 Steine für den Preis und auch wenn es viele 1x1er sind hier oder Kleinteile, das muss man sich klar sein, das ist bei Singbau halt so. Aber ansonsten ein super Set, es sieht einfach genial aus am Ende und es macht sich wirklich schön. Ich bereue es nicht und ich finde es wirklich richtig genial. Ich habe jetzt noch mal den Teeladen mitgebracht euch und ich werde das jetzt mal so hintrapieren, mal sehen, wie das dann nebeneinander wirkt, um das euch einfach mal zu zeigen. Also, ich werde jetzt mal kurz einen Schnitt machen und dann bin ich gleich wieder da. So, da habe ich es mal zum Größenvergleich mal neben das Teehaus gestellt, was ich ja euch schon vorgestellt habe und das gibt einfach ein schönes Bild hin, auch wenn das Teehaus jetzt ein bisschen komisch steht. Man kann ja, ich meine, es ist ja, man kann es ja auch so hin tun, ist ja jetzt egal, aber so sieht das auch nicht schön aus. Eigentlich sieht es so super aus, das hat ein bisschen komische Form. Also ein richtiges Eckhaus ist das auch nicht, das sieht einfach, so wirkt es einfach am besten. Aber wie gesagt, das ist ja hier jetzt nicht alles möglich. Wir können ja das auch hier hinschieben. Ups, und das auf die andere Seite. Also man bewegt hier schon jede Menge Teile. Das sind ja hier jetzt alleine schon 6000 Teile, die zwei Sets hier. Oder 6000.
So, ach, lass das mal liegen. Es sieht einfach richtig genial aus. Okay, jetzt ergibt sich sogar so eine schöne original asiatische. Na, wie heißt das? Gasse. Das sieht sogar richtig gut aus. Also, wenn, dann würde ich es so hinstellen. Das sieht wirklich schön aus und wirklich gut aus. Und ja. Also, wer das Design nicht mag, ich weiß auch nicht. Also, ich finde das Design wirklich richtig gut gelungen. Das gefällt mir sehr. Ich meine, man könnte sogar das hier dahin tun. Ne? Das macht schon was her. Ja, was noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ihr wisst jetzt meine Meinung zu dem Set. Was hältet ihr davon? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und lasst mir gerne ein Like da. Oder ein Abo, das würde mich freuen. Weil ich das gesehen habe, noch 11 Leute fehlen mir zu 200. Wäre geil, wenn wir das schaffen würden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. So machen wir das. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, euer Bunte Steine-Fan. Wir sehen uns.